heilen können. Hätte sogar geklappt, aber so leider nicht. Deswegen haben wir jetzt ein paar Erfahrungsschulden, aber mein Gott, ein bisschen Zeit auch verloren. Ne, wir bekommen keine Erfahrungsschulden, weil wir noch unter Level 10 sind. Ja, damit war es ja kein Verlust, sondern wir haben einfach mal gesehen, wie schwer doch so ein Boss ist, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Mit ein paar Mana-Tränken hätte es theoretisch auch klappen können, aber naja. So, wir holen uns jetzt dieses Kettenhemd hier. Ihr Kettenhemd. Und haben damit den Titel Poltern in der... Satter Krieger bekommen, nicht Poltern in der Nacht, so ist die Aufgabe. Und ein paar Erfahrungspunkte. Und wir gehen auch mal direkt weiter da hinten zu Ray. Da gehen wir mal die Quest ab, die wir vorher hatten, wo wir sein Spielzeug beschaffen sollten. Und die Mollflüssigkeiten haben wir jetzt auch. Und können wir jetzt auch direkt hier abgeben bei Justin. Haben jetzt ein paar Heiltränke und Mana-Tränke bekommen, also praktisch. So, Ray, du da hinten in deinem Spielzeug. Damit haben wir jetzt auch Rays Spielzeug bekommen. Ist ein Hammer, bringt uns also nichts. Ja, jetzt müssten wir hier drin noch was erledigen, aber das machen wir später. Wir müssen da eh noch mal rein. Ja, der Bürgermeister hat noch eine Quest für uns. Was war denn das? Ach doch, ich glaube, ich weiß es. Ja, die holen wir uns noch schnell und dann werden wir erstmal ein paar Aufgaben erledigen. Und unseren Eichengeist müssen wir auch wieder rufen. So, da hinten steht er auch schon. Nämlich ist es Milias Herkunft und ein Brief aus Varanas. Da müssen wir nämlich einmal nach Varanas zurück. Ne, müssen wir nicht. Wir müssen einfach nur nach hier oben hin. Da müssen wir später noch nach Varanas von ihm aus. Ja, dann gibt es hier die nette Quest. Porky oder so ist verschwunden. Wie hieß er? Amy ist verschwunden. Wie komme ich denn auf Porky? Ja, und jetzt geht es hier hinten erstmal ordentlich zum Questen. Da haben wir jetzt einige Aufgaben, die sich in dem Bereich befinden. Und deswegen erstmal Eichengeist her. Da habe ich noch ein Schwert, aber das war ja dieses Level 1er Schwert. Ziehen wir uns erstmal ein bisschen um. So, das reicht aber auch schon. Das lassen wir mal automatisch angreifen und dann fangen wir an mit 5 Mana-Tränken, die wir haben. Na, immerhin. So, erstes Käferorgan von 10 Stück. Wir könnten mit dem hier auch Tagesquest machen, da hätte es auch welche gegeben, die gut dazu passen. Allerdings würde ich gerne mit meiner Hauptklasse Tagesquest machen. Denn die ist wichtiger. Die hier machen wir jetzt auch so locker auf 12 oder 15 erstmal und dann können wir sie wieder ein bisschen vernachlässigen und erstmal die Hauptklasse weitermachen. So, Eichengeist töte. Ja. Und es geht weiter. Da haben wir ein Erfahrungssiegel bekommen. Das heißt, in der Zeit, in 2 Minuten jetzt, bekommen wir wie viel? 50% mehr Erfahrung, Punkte, wenn wir Gegner töten. Also sollten wir das jetzt gut ausnutzen und gleich mal ein bisschen Erfahrung sammeln. So, den lasse ich mal ihn hier angreifen und ich kümmere mich direkt um den hier hinten. Ein bisschen Mana habe ich ja dann doch, dass ich benutzen kann. Und solange ich das nicht zu oft mache, kann sich es auch wieder gut erholen. Jetzt in diesen 2 Minuten ist es halt erstmal wichtig, so viele Gegner wie möglich zu töten, um Erfahrung zu bekommen. So, Eichengeist hilft mir. Damit haben wir 7 von 10. Geht jetzt auch schon weiter zu den Spinnen und Fledermäuse müssen wir auch noch töten. Also haben wir hier hinten einiges zu töten. Eigentlich alles, was hier rumläuft, müssen wir töten. So, machen weiter mit diesen Spinnen hier unten. Hier gibt es auch noch eine kleine Quest von Charlene, die nehmen wir auch noch an. Nämlich Pflanzenproben. Müssen wir da beschaffen. So, er kann hier gleich mal angreifen. Der macht es gar nicht irgendwie so freiwillig. So, dann mache ich hier mal die Fledermaus. Und wir lassen ihn mal weitergehen zu dieser Wildspinne hier. Und da hinten geht's weiter. Wenn man genügend Mana hat, könnte ich auch ordentlich Schaden machen. Habe ich aber leider nicht. So, dann hier hinten die nächste Wildspinne, die ist auch schon tot. 5 Stück haben wir schon von 10 Spinnengift, die wir brauchen. Und unser Erfahrungssiegel hält immer noch ein kleines bisschen. Also ganz praktisch. Und ihr seht, wir bekommen tatsächlich 50 Erfahrungspunkte fürs Töten. Bei der Fledermaus waren es jetzt nur 27. Also es lohnt sich doch. Und jetzt hatte die gerade einige mit einem Schlag getötet. Jetzt ist er richtig stark auf einmal. So, die Wildspinne hier hinten.
Ich zieh sie mal ran. Da haben wir das 8. von 10 und jetzt ist unser Ding hier auch weg, unser Erfahrungssiegel. Dann können wir hier oben diese Pflanzenmutation untersuchen, indem wir einfach 5 Pflanzen sammeln. Ja, und der kann hier noch ein paar töten in der Zeit. Eigentlich eine gute Idee, ich sammle hier oben Pflanzen und schicke ihn hier rum, um ein paar Gegner zu töten. Wie zum Beispiel die Fledermaus hier hinten. Und er fliegt schon los. Ja, fliegt einfach hin und tötet die jetzt. So, jetzt sehe ich gerade keinen Gegner hier in der Nähe, den als Neckt. Doch, da hinten. Mal gucken, ob er so weit fliegt und die jetzt tötet. Ich glaube aber schon. Ja, er fliegt außerhalb unserer Sichtfelds fast. Ne, jetzt kommt er zurück. Wenn die Gegner zu weit weg sind, macht das dann doch nicht. So eine gewisse Reichweite macht er aber. So, und damit haben wir die Pflanzenmutation auch schon untersucht. Und können jetzt erstmal weitermachen. Ja, Käfer müssen wir noch 3 töten. Fledermäuse noch 6 und 2 Spinnengiftproben sammeln. So, du greifst die an und ich mach die Wildspinne hier. Dass wir ein bisschen mehr Mana verschwenden und noch eine Wildspinne gleich machen. So. Damit haben wir alle Spinnengifte und müssen jetzt noch 5 Fledermäuse töten. Dann sind wir hier auch schon fertig und können wieder vorgehen und die letzten Käfer töten. Dann können wir auch erstmal wieder ein paar Quests abgeben. Ja, da könnte man tatsächlich Tagesquests machen. Aber ich mache die echt lieber mit der Hauptklasse. Allerdings könnte man die einfach so töten. Gibt ja auch Erfahrung. So, die hat jetzt mal ein bisschen länger überlebt. Da ist eine Fledermaus. Ich mache einen Feuerball, der Eichengeist macht den Rest. Dann ist hier noch eine Fledermaus. Der macht den normalen Schlag, ich mache einen Feuerball. Und immer so weiter. So, 8 von 10 Fledermäusen haben wir jetzt schon. Das ist auch schon die 9. Ja, dann kann er hier noch den Weg ein bisschen frei machen, indem er die Spinne tötet. Und die hier kann er auch noch töten. Während ich gleich mal mit Charlina da hinten rede. Da sind wir auch schon Level 9 geworden. Und diesen Bericht müssen wir jetzt, glaube ich, noch nach Loga oder so bringen. Sehr schön, Level 9 schon. Und haben hier noch einige Quests vor uns. Das gefällt mir auf jeden Fall. Also gehen wir jetzt weiter zu den Käfern. Das hätte sich gar nicht gelohnt, hier aufs Pferd zu steigen. Aber naja, was soll's. So, der Käfer ist tot. Der Eichengeist hängt noch ein bisschen hinterher, der braucht ein bisschen. Der fliegt ja nicht so schnell. Na gut, dann muss ich das wohl selber machen schnell. Aber ist jetzt auch nicht mehr das Problem. Die sind ja nur Level 5, wir sind schon fast doppelt so hoch. Und so, da haben wir alle Käferorgane und können jetzt 3 Quests abgeben. Oh, und wir haben uns eine Fledermaus vergessen. Habe ich gar nicht gesehen irgendwie. Ja, hier hinten fliegt meistens eine einzelne rum. Hoffe ich doch, dass die hier ist. Ja, da hinten ist sie. Dann töten wir die noch schnell und dann. Da wäre auch eine gewesen. Und. Peng. So, jetzt können wir erstmal 3 Quests abgeben in Loga. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, hier beim Pilzgarten unten habe ich die leider vergessen, aber die würde eh keine Erfahrung geben. Die wäre halt nur, dass wir insgesamt eine mehr abgeschlossen hätten. Oh, hier hinten bei. Das muss ich eigentlich machen, denn von Dion hier hinten, die Quest, die wir da abgeben können, kriegen wir eine Folgequest, wo wir wieder zum Bürgermeister von Loga müssen und der liegt ja dann super auf unserem Weg und deswegen machen wir das noch. So, Dion steht da hinten, muss ich da hoch? Ja, ich glaube, ich muss hier links hochrennen, um zu ihm zu kommen. Wir waren ja vorher rechts, deswegen habe ich ihn nicht gesehen, aber hier steht er auch schon. Dion! Gesund und munter, ja, jetzt müssen wir seinem Vater Bescheid sagen. Ja, ist alles cool mit ihm, passt soweit. Und hüpp und wuhu. Ja, jetzt sind wir auch mittlerweile schon wieder in einem neuen Part, der dürfte jetzt gerade angefangen haben. Und es wird dann auch der letzte Part, den ich mache und dann reicht's wieder. Ich habe ja gestern 11 Parts am Stück aufgenommen und heute direkt weitergemacht, weil ich einfach Lust hatte zu spielen.
Ja, und jetzt habe ich erstmal genügend Parts für die nächste Zeit. Allerdings würde ich trotzdem gerne jeden Tag spielen, damit ich auch jeden Tag Tagesquests mitnehmen kann, was ja erfolgreiche Erfahrungen sind. Deswegen werde ich später noch eine Aufnahmesession machen. Und da werde ich dann auch noch Tagesquests und alles erledigen. So, Proben aus der Höhle im Toten Baum, alles Folgequests hier. Na, eigentlich könnte ich jetzt die Aufnahme beenden. Dann haben wir halt jetzt mal eine 11 Minuten Folge, was soll's. Ja, ich denke, so mache ich es auch erstmal. Ja, hier haben wir jetzt noch einige Quests, die wir erledigen können. Dann wären wir locker Level 12 und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Part. Bis dahin, ciao.